Tag mehr oder weniger gelernt. Es ist ziemlich schwer, sich bei der Hitze zu konzentrieren. Es ist wirklich unfassbar heiß. Es war gar nicht so heiß angesagt für heute. Ich werde mich jetzt gleich auf den Heimweg machen, weil ich ziemlich hungrig bin. Ich habe aber auch nicht mehr so viel zu Hause. Ich werde mir einfach Nudeln kochen. Und dann werde ich zu Hause noch ein bisschen weiter lernen, denke ich. Ich habe gerade Snacks eingekauft und jetzt fahre ich in den Bryan Park und dort wird mit den Mitglieds gechillt. Da ist am Montag immer so eine Art Freilichtkino und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Und mache mich jetzt auf den Weg kurz zu Zara, weil ich eine Hose umtauschen will, Und dann fahre ich noch so und wir gehen zum Magnum-Eisladen. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, das ist der Plan für heute. Wollte ich heute feiern gehen, aber ich bin ziemlich müde und ich mache jetzt hier gerade fleißig Uni, das muss auch sein. Und ja, ich habe gerade meine Freundinnen total vermisst, deswegen gucke ich mir jetzt mal diese DVD an, die meine Charlie mir geschenkt hat. Ich hatte beim letzten Abend halt einfach nicht die Möglichkeit, weil ich einfach keinen DVD-Spieler im Laptop habe und ja, hier haben wir einen Fernseher. Und das gucke ich mir jetzt an. Okay, 3 Sekunden später. Das ist da doch kein DVD-Player, wie ich dachte, im Wohnzimmer. Also kann ich es immer noch nicht gucken. Ich muss mir was einfallen lassen. Unbedingt. Ich bin heute auch ein bisschen in den Highlighter-Topf gefallen. Ich liebe aber Highlighter einfach. Ja, ich warte jetzt hier gerade auf den Fotografen. Wir machen ein Shooting und ich muss ehrlich zugeben, ich bin super unmotiviert. Ich habe jetzt gerade eben noch geschlafen. Ich bin irgendwie noch ziemlich kaputt. Ich bin immer noch nicht ganz gesund. Und es ist wieder sehr warm. Aber das, darüber will ich mich nicht beklagen. Und jetzt halte ich mal aus Schokolade. Spaß. Viel, viel besser als beim letzten Mal. Das kann ich euch vielleicht auch noch mal in Ruhe erzählen. Aber es ist so wichtig, welches Gefühl einem der Fotograf gibt. Und ich fühle mich einfach so wohl. Deswegen, das ist echt viel wert. Das kann ich euch sagen. Ich glaube, die Blogger unter euch werden das verstehen. Und ja, ich schwimme jetzt mal weiter. Thank you.
das ist alles so stressig hier, das ist viel zu groß. Ich musste so einen Zug nehmen und ich raff irgendwie gar nichts. Normale Maske kaufen und die wollte ich gerade in Ruhe auftragen und dann war da nur dieser Lappen drin. Auch schön. Aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass das irgendwas bringt. Das liegt einfach nur auf der Haut und ist nass. Wie so ein Lappen.